Ja, ich bin wieder Mario Kart. Online. Der Klassiker. Und schauen uns mal ein bisschen an, was es so gibt, ne? So. Regional. Wie gesagt, wer mitspielen will, kann mitspielen. Wer einen Freundescode geschickt hat und noch keinen, bitte im Chat schreiben, weil ich jetzt nicht nachgeguckt habe. Und, ja. Wollen wir doch mal schauen, wen nehmen wir denn hier? Hallo, Nillas Welt. Willkommen, willkommen. Ach, ich glaube, ich nehme einfach mal Mii. Ich nehme mal die Link-Kleidung, hätte ich auch noch gar nicht genommen. Ist ja krass. Ich gehe mal heute auf Durchschnittswerte. Ja, gerne, gerne. Sehr gerne. Ich schreibe da nur noch mal wenn du den geschickt hast, und dann nehme ich ihn sehr gerne an. Und wir haben gerade erst angefangen, obwohl Runde 2. Ach, kein Problem, gerne. Ich freue mich über jeden, der mitspielt, sehr, sehr gern. So. Ach ja. Aber ich freue mich schon gleich. Gleich schön Essen machen. Bin auch gespannt. Also, ich mache mir ja heute so veganes Gyros mit. Ich mache da immer extra, auch wenn ich normales Gyros mache, aber ich esse, wenn dann halt lieber veganes. Da mache ich immer noch mal Pilze dazu und ganz viel Zwiebeln natürlich. Und ich hatte letztens eins gekriegt. Und das war mega lecker, und das habe ich heute auch nochmal geholt. Oder beziehungsweise mein Vater hat es mitgebracht. Was total lustig ist, der hat mir auch noch ein kleines Päckchen Tzatziki mitgebracht, weil ich gefragt habe, kannst du mir das mitbringen? Und die Sache ist halt, das Tzatziki hat wohl irgendwie 2,50 gekostet. Das ist eine ganz kleine Packung. dieses Gyros, das hat einfach nur 2 Euro gekostet. Also, sag mal, vom Gyros werde ich satt. Vom Tzatziki aber nicht. Also, der Preisunterschied ist halt schon krass so. Der Tzatziki ist ja nur so bei Ding. Heute Döner, Dürren mit Salat und scharfer Soße und Lamm. Oh, das will ich auch. Oh, ich mag keine Strecke davon so. Also ich wäre ja am Überlegen, ob ich mir am Freitag irgendwie sowas bestelle. Also ich werde am Freitag, habe ich ja schon gesagt, Freitag werde ich nicht streamen. Und dann, genau, gucke ich, erstmal bin ich einkaufen, danach gucke ich Obi-Wan. Und danach gucke ich The Clone Wars. Hast du schon den Code geschickt, Nella, oder noch nicht? Sonst kann ich das gleich bestätigen. Ja. Ja. Okay, warte mal. Speedrun. Bitte, bitte werde ich nicht rausgeschmissen. Bitte werde ich nicht rausgeschmissen. Freunde werden, ja. Ach, alles gut, alles gut. Ah, es hat geklappt. So. Ich weiß gar nicht, hab ich den Satz überhaupt zu Ende gesagt? Ich bin schon wieder so verplant. Ich bin selber heute verplant, ne? Aber so richtig. Ich weiß nicht, das hat sich jetzt irgendwie so. Das hat sich jetzt hier irgendwie so ergeben mit dem ganzen Ding. Mit dem ganzen Donkey Kong. Hey, was war das?
Okay, nur die Hälfte. Aber vielen, vielen Dank für deinen Follow, Nella. Vielen, vielen Dank. Willkommen bei uns, bei den Bärtigen. Der Community-Dame gefällt mir nicht. Der Community-Name gefällt mir immer weniger, weil das passt irgendwie nicht, glaube ich. Oder? Ich wollte auch neue Abo-Emotes, nicht Emotes, wie heißt das hier, diese Symbole reinpacken. Jeder, der ja hier abonniert hat, der hat ja so einen kleinen Bart neben dem Namen und ich wollte da irgendwie mal sowas ein bisschen charakteristischeres geben, vielleicht sogar eine Figur. Vielleicht, dass ich mal selber was zeichne. Ich weiß, ich sag's das bestimmt jetzt schon seit 2 Jahren, aber ich hätte echt Bock, mal wieder was zu zeichnen. Und dann haben wir den Chassis, das stimmt. Ja, das ist mein Kater, ja. Der ist anstrengend. Der hat gerade Essen gekriegt. So. Der ist aber schnell drauf, der da vorne. Okay. Ist. Hat er die Abkürzung? Hä? Alles klar. Hat mir auch mega gebracht. Naja, egal. Was habe ich gesagt? Genau, am Freitag. Ich guck mal, was ich mir zu essen mache. Auf jeden Fall möchte ich Freitag dann die Kenobi-Serie gucken und ich möchte dann den ganzen Tag Clone Wars schauen. Den ganzen Tag. Und da bin ich am überlegen, wie ich das Wochenende noch gestalte. Entweder nehme ich mal auf frei und guck weiter. Oder ich streame am Samstag. Sonntag nehme ich mir jetzt wahrscheinlich auch frei. Oder ich wollte mal eigentlich fragen, ob noch jemand Zeit hat irgendwie am Wochenende. Aus meinem Bekanntenkreis. Das wäre vielleicht auch ganz lustig. Aber mal sehen. Nein! Ah! Ich glaube irgendwie mal. Oh Gott, ist die Switch bei mir heiß. So. Mal ein bisschen weiter in die Richtung Internet gestellt, auch wenn das Internet-Dings in der Küche steht. So, oh, die Villa. Ach ja. Mit 10 Prinzessin und du hast 6 mit 11 und 12. Ja, nicht geklappt. Ihr müsst euch ein bisschen mehr anstrengen. Ja. Ja, heute gucke ich halt den letzten Freitag der 13. Film, beziehungsweise den letzten und dann auch das Cross auch. Ich habe die ganze Woche drauf hingearbeitet, die letzten 2 Wochen. Dann morgen schön die Remakes. Oh, komm ich drauf. Besonders auf die Remakes. Mal sehen, wie ich die diesmal alle auffasse, die ganzen Sachen. Hä? Hab ich den nach hinten geschossen? Okay. Zuck, 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 zuck. Ah. Den ist bei mir ausgefallen. Nein! Das hast du doch extra gemacht. Wie frech. Okay.
Okay, ist jemand stehen geblieben oder? Ja, sieht so aus. Oder warst du das? Nein! Es sind echt wenig Münzen gerade unterwegs. Strecke mag ich nicht besonders, der hätte ich Platz 11 im. Ach, ich finde sie ganz okay. Ist halt nicht so besonders, aber. Jo, geil. Sowas mag ich weniger. So, jetzt fahre ich mal rechts lang, weil wir immer links lang fahren, weil ich das immer vergesse, dass man noch rechts lang fahren kann. Ich vergesse das wirklich jedes Mal. Ich weiß auch nicht wieso. Ist einfach so. Nein, ich brauche doch noch ein paar Münzen. Dritter. Hilft mir aber nicht. Wow. Wie kann das sein? Der ist einfach. Hä? Okay, Musik geht weiter, obwohl es vorbei ist. Hallo, Spiel. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Habt ihr das auch? Ist der Host wohl problematisch? Echt komisch, ja. Wie toll der Host davon dann Probleme haben gerade. Ah, jetzt geht's. Oh Gott sei Dank. Du lagst zu weit hinten, das Rennen ist vorbei. Mhm. Und deswegen bin ich auf Vierter. kann ich mir machen und geht auch nicht raus. Ja, jetzt. Also bei mir ist jetzt bin ich raus. Ist bei euch. Ja, das ist. Also ich glaube, das liegt daran, wenn der gerade diese Lobby leitet, das funktioniert ja übers Internet, dass einer die, ich glaube, die Rangliste oder so übernimmt. Und wenn der ein bisschen schlechtes Internet hat, dass dann alle dann so ein Problem haben. So. Wieder immer noch am Anfang. Okay. Bist du das nicht da vorne? Hä? Warte mal, bist du jetzt hier drin oder nicht? Ich glaube, wieder als. Okay, oh, ich dachte schon. Okay, huh. Geil, Excitebike Stadion. Spiegelmodus. Ist eigentlich ja nicht viel anders. Ich fände es übrigens cool, wenn die so einen Modus noch reinpacken, dass wir die Strecken rückwärts fahren können. Ich weiß, ich höre von vielen, die wollen das nicht unbedingt, aber ich fände das schon irgendwie cool. Weil das gibt es auch in Mario Kart Tour. Ich habe übrigens so einen YouTuber gefunden, den gucke ich eigentlich gerade sehr gerne, weil er sehr interessante Meinungsvideos macht. Der heißt Ballandor oder so. Und der hat gesagt, dass die schlechteste Strecke seiner Meinung nach diese hier ist. Im ganzen Spiel. Ich muss sagen, ich finde die okay. Also ich mag Baby Park weniger. Zum Beispiel. Das hat sich aber jetzt auch prima angeboten. Ich glaube, mein Internet funktioniert gerade auch nicht so gut. Ich finde auch echt komisch, dass so viele immer noch mit mir auf demselben Platz so kämpfen. Eigentlich ist das ungewohnt. Oh. Nee. Wah, wah.
Boah, es fühlt sich aber echt komisch an im Spiegelmodus. Ah, ey, nein. Ja, shit. Ohne Item ist nicht so geil. Es fühlt sich auch so langsam an, ne? Oh Gott, 10. Nein. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Okay, noch 6. Ist okay. Ist okay. Muss ja Spaß machen, das ist das Wichtigste, nicht? Oh. Irgendwie stimmt was nicht. Ja, wir können es ja nochmal ausprobieren. Wir gucken nochmal die Runde und dann können wir ja nochmal die Lobby wechseln. Vielleicht liegt es halt echt an der Lobby. Aber ich merke auch, der funktioniert irgendwas nicht. Nein, es ist irgendwie komisch. Ja, gucken gleich nochmal. Aber irgendwie in letzter Zeit ist das öfters. Ich weiß auch nicht, wieso. Naja, gucken wir gleich mal. Ja, am besten wäre ja, wenn wir immer irgendwann mehr Spieler wären, weil dann würde ich ja generell, dann würde ich generell mal lieber wie nennt sich das hier nochmal, den Turniermodus benutzen. Ja, müssen wir mal schauen. Steuerung komisch. Ja, irgendwie schon. Belastung. Dürfte eigentlich nicht, oder? Eigentlich dürfte das nicht sein. Ich weiß es nicht. Jetzt auf meinem Daumen. Okay. Ja, gerade hatte ich auch so irgendwie so ein Langsamheitsgefühl dort gehabt, obwohl es ja gar nicht langsam lief, aber irgendwie, weiß ich nicht, war komisch. So, jetzt mache ich mal was ganz Riskantes, und zwar, wir fahren mal unten rum. Boah, guck mal, ich bin erst. Ist das jetzt schneller oder war das jetzt, weil ich die Dinger hatte? War jetzt sehr riskant. Guck mal, so kann man super fahren. Ich weiß nicht, wie geht's. Sollen wir wechseln? Also könnt ihr ja gleich kurz nach dem Rennen schreiben, bevor ihr die Dings macht. Weil bei mir läuft gerade alles, aber ich bin auch ganz vorne. Deswegen ist eigentlich ein bisschen blöd gesagt. Sehr riskant. Okay. Master. Schön. Es hat jetzt Spaß gemacht. Also was sagt ihr? Lobby wechseln oder weitermachen? Alles gut. Können gerne wechseln. Ja gut. Leute, dann einmal rausgehen. Einmal schnell rausgehen. Und dann nochmal nochmal neues Rennen machen. So. Ich nehme mal mein Samus-Outfit.
Boah, Samus als Rennfahrerin im Spiel wäre auch echt geil. Wow, ich wollte schon immer gegen den Spieler Donkey Kong spielen. Ist das der echte? Oh! Die waren Kenobi Bullcats Figuren. Also schön sind die jetzt auch nicht. Ich mag die aber auch generell nicht so. Die haben echt coole neue Star Wars Lego Sets angekündigt. Zwei Stück. Obi-Wan Starfighter? Wäre ich sogar mal überlegen. Auch wenn ich schon lange kein Star Wars Lego Set mehr geholt habe. Noch das Schiff der Inquisitoren. Das sage ich auch öfters, aber ich hätte echt mal wieder Bock auf Lego. Autsch. Ich würde ja voll gern noch diese Jason-Doku gucken. Ich habe jetzt zwei Stück, aber ich will die nicht auspacken. Gesundheit. Und kauf mir die nochmal. Muss ich die eh nicht auspacken. Au, Lego. Ah. Gesundheit. Bin heute wieder so ruhig, ne? Ach, ich weiß nicht. Denk die ganze Zeit irgendwie nur an Essen und an. Was denke ich denn noch? Ich habe keine Ahnung. Müde. Und wie heute noch generell aussieht. Ich habe heute noch gar keine Ahnung. Ich glaube, der Energy schlägt mir langsam runter drauf. Mal ein bisschen weniger. So, wer ist schon alles da? Ach ja. Weil die Wüste spiele ich so selten. Hyrule Castle finde ich cool, aber ich finde das irgendwie lustig. Ich bin so riesen Zelda-Fan, ne? Aber irgendwie so Hyrule Castle ist bei mir so, oh, cool. Damals, ich habe ja nicht viel Call of Duty in meinem Leben gespielt, aber es gab auch mal so eine Zeit, wo ich das ein bisschen gespielt habe. Und dort war das hauptsächlich, du hattest immer nur zwei Maps zur Auswahl. Und ich glaube, es war noch irgendwie, ist egal. Oder drei. Irgendwie so war das. Und dann musstest du halt dort entscheiden. Und zwar aber fast immer. Ach so, und da war halt, wer am meisten dort wählt. Und wenn du zu zweit gespielt hast, konntest du nur einmal wählen. Und dann wurde es aber als zwei Stimmen benutzt. So, und dann war das halt sehr oft so, dass das immer dieselbe war. Bis dann irgendwann die Dings gesagt hat, nee, wir stellen die nicht zur Auswahl. Weil meist war das so, dass das dann nochmal dieselbe Map nochmal zur Wahl war. Ich wäre ja voll am überlegen, ob wir irgendwann mal ein bisschen Call of Duty hier spielen. So die alten Spiele. So, was hab ich denn hier für Spiele? Ghost und Black Ops 2 habe ich. Mehr gibt's nicht für die Wii U. Für die Wii gibt's noch ein paar. Ich würde ja voll gerne mal irgendwann in Story Mode zocken. So von den ganzen. Ich würde da so ablosen. Ich kann heute gar keine Shooter mehr spielen, außer hier ein bisschen Splatoon oder so. So lange her. Ist Call of Duty überhaupt heute noch so eine Sache? Also ich weiß, die werden noch gespielt, teils die Sachen, aber so eine Sache wie damals so. Also ich sag mal, in meiner Jugend war das schon so ein Ding, dass das, obwohl da hat es ja auch schon langsam aufgehört, so mit dieser Beliebtheit. Shit, wieso bin ich in die Banane gefahren und wieso habe ich keinen mitgenommen?
Alles vollkommen schade. Nein! Ihr habt mich schon gewundert, warum ihr beide nicht da seid. Sagt Bescheid, wenn ihr drin seid. Wenn nicht, müssen wir nochmal wechseln. Ja, muss gleich mal gucken, weil so lange wollte ich gar nicht machen. Noch 20 Minuten machen wir vielleicht. Viertelstunde? Oh, Viertelstunde, 20 Minuten auf jeden Fall. Shit! So. So, gucken wir mal. Wenn nicht, muss Princess, dann musst du auch nochmal raus. Weil ich guck erstmal. Und ich weiß nicht, wer ja noch mitspielt. Ach, bestimmt jemand ganz Ruhiges. Ich glaube, wir sind 4 aktuell. So, seid ihr drin in der Lobby oder nicht? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, da müssen wir raus. Princess, einmal raus. So, ich habe nochmal schnell geschrieben. Ich glaube, wir waren zu langsam. Vielleicht alle mit Bot spielen? Nein. Noch nicht. Ja, zu viert können wir es machen. Bin draußen. Super. Okay, dann lass das zu viert machen. Dann ist das, glaube ich, besser. Okay. Dann könnt ihr mir nachjoinen und dann können wir dann ein bisschen so spielen. Oder wartet mal. Kommt dann. Oder was? Wir spielen in einem Turnier. Das ist der. Warte mal. Mit Code nachgehen. Das ist der Buzz Cup. Ich guck mal kurz nach den. Genau, ich packe euch mal kurz den Code rein. Das kann ich super. Geht auf Turniere und dann geht ihr auf Turnier suchen und dann schreibt den Code auf, der hier ist. Ich packe euch den rein. So. 21723. Dann packe ich den nochmal im Chat. Weil ich ihn gleich wegmache. Ja. Gut. So. Genau. War der richtige, ne? Und dann könnt ihr dort mitmachen. Ja. Ach cool. Hallöle. Ja, die Sache wäre, wenn wir halt viel mehr Leute, würde sich das halt noch mehr lohnen, weil da können ja so viele Leute rein, wie es geht, und dann wird hier automatisch immer wieder so was reingemacht. So, bevor ich bestätige, ich warte nochmal. Genau, jetzt sind wir zu dritt. Jetzt fehlt nur noch Princess. Obwohl, wir müssen bestätigen. Kann Princess nochmal nachschauen? Ah! Obwohl die Strecke auch ganz gut ist. Ich habe am Anfang von der auch echt viel Gemischtes gehört. Also manchmal habe ich gehört, ist ganz gut, und manchmal habe ich gehört, Und guck mal, hier haben wir auch nochmal CPU-Fahrer. Oh, Sonic-Kleidung. Ich habe leider nicht den Sonic Amiibo. Müsste ich mir aber auch mal holen. Ich hätte ja gerne irgendwann mal alle Smash Amiibos und so. Nein. Shit. Und danach ein Suppi. Nein!
finden, obwohl ich das Item hatte. Ah! Ach Mann, diese Kurven! Wie frech. Ja, geil. Wenn man nach der Abkürzung erst das Ding bekommt. Obwohl, hier gibt es auch... Shit. Boah, ich hoffe ja, die bringen die Pilzschlucht hier noch rein. Die Strecke mochte ich ja immer total. Und die gibt es auch, glaube ich, in Markatur. Ach Mann, jedes Mal. Ah, geil. So, jetzt aber. Nein, 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 nein. Oh, nochmal geschafft. Und das hat mich nicht viel ausgebremst. Ah! Okay. Ja, das Passende an der Lobby ist ja auch, dass man ja theoretisch immer spielen kann. Also auch wenn ich zum Beispiel nicht stream oder nicht spiele, kann trotzdem jeder aus der Community ja theoretisch in dieser Lobby rein. Also die existiert auch so oder so, die müsste jetzt auch bei euch gespeichert sein. Nicht besser anzuspielen, wie es bei euch. Ja, also ich war jetzt ja wieder vorne, aber ich muss sagen, es ist generell angenehmer. Da war da vielleicht jemand in der Lobby, der nicht richtiges Internet hatte oder irgendeine andere Gründe. Kann auch Überlastung sein, aber keine Ahnung. Ich finde, so ist super. Die Antenne geklaut. Och, habe ich das ausgeschaltet oder wie? So. Oder kann man das überhaupt hier ausschalten? Ja? Oh. Ich guck gleich mal, ob man das hier anschalten kann. Dann würde ich hier noch ein, zwei Runden machen, dann gucke ich nochmal bei den Einstellungen. Ich wollte sowieso nochmal drüber gehen. Ich finde die Strecke so cool. Da würde ich auch gerne nochmal das Original spielen. Ist ja von Mario Kart 7 und ich habe leider 7 nie gespielt, also nie richtig gespielt. Ich habe das nur mal mit jemandem gespielt. Und ich glaube, da sind, ich weiß gar nicht, ob die Server da noch, die müssten eigentlich nur an sein, ne? Ich meine nur, dass die online, obwohl ich glaube, die machen alles weg, ne? Och nee, da kommt wieder so ein Lümmel. Noch mal runterfallen. Ja, wenn es okay ist, dass ich da gleich gucke, weil sonst... Oder ich gucke gleich mal, wenn ich aus der Lobby rausgehe. Aber ich glaube, da müsste noch mal neu geladen werden. Ich gucke gleich mal. So, jetzt warte, machen wir das noch mal neu. Shit. Konzentration. Nein! Los, fahr! Sie kommen hinter uns schon her! Nein! Ha!
Wollte mich nur abballern. So, ich guck mal. Also ihr könnt weiterspielen. Ich guck nur mal kurz nach, ob man das irgendwie einstellen kann. Nein, ich kann es nicht einstellen. Hallo? Schlaustörung aus. Kann ich das nicht bearbeiten? Ja, oder wir müssen neuen Turnier machen. Von der Zeit bearbeiten, wenn die Lobby geschlossen ist. Ja, toll. Und die ist zwischen 0 Uhr und 1 Uhr geschlossen. Geil. Brauchst nicht umstellen. Ja, ich guck mal. Vielleicht, wenn ich mal dran denke, dass ich das dann mache. So. Dann warte ich mal kurz, bis ihr alle wieder drin seid. Wir können ja nochmal gucken, wie ein Fahrzeug ändern. Ich glaube, ich nehme mal Wario. Er hat schon ordentlich Tempo drauf, ne? Aber gerne ein bisschen Beschleunigung. Oh, mal wieder ein Kart. Das wäre cool. Ja, ein bisschen mehr Haftung. Ja. Ja. Hurra! Ach ja. Oh, der Trailer zu dem Baymax-Sequel ist draußen. Sehr cool. So. Wenn wir noch nicht angucken, ich wollte mal gucken, was die Leute dazu sagen. Aha. Okay. Es kommt gleich raus, dass sie gar nicht hier mit joint, sondern irgendwo anders. Rennen dauert irgendwie gerade lang. Also der auch drei Runden. Ach ja. Und sonst? Glückszahl 7 eigentlich eher die 9. Also meine ist die 7. Ich mag die 7. Und dann kommt die 64. Ist ja das schön über das lange Wochenende. Lange Wochenende? Super, der kommt da rein. Also. Also, ich habe, glaube ich, noch gar nichts voll übers Wochenende. Klappt nicht. Seid ihr jetzt in der eigenen Lobby oder wie? Wäre jetzt nicht so toll. Ah, nee, da. Warum nur noch Nella? Bist du rausgegangen oder?
Okay. Du bist bei mir drin. Komisch. Ja, also übers Wochenende habe ich noch gar keine Ahnung, was ich mache. Bin drin, okay. Ich würde danach, glaube ich, noch ein Rennen machen und dann sind wir auch fertig für heute. Zwar mit vielen Unterbrechungen und so. Also nächste Runde dabei, okay. Also ihr könnt da gerne noch weiterfahren, aber so langsam muss ich auch mal gucken. Was könnte ich denn übers Wochenende machen? Also auf jeden Fall möchte ich gerne die Clone Wars Serie gucken, wie ich vorhin meinte. Ich weiß aber nicht, wie viel ich da gucke. Ich werde das auch kanonisch gucken. Also da gibt es so eine Liste, wie die richtig zusammenspielen. Und die, danach werde ich die gucken und nicht einfach nach Staffeln. Ja, und dann... ja, toll. Aha! Die Hupe hat geholfen. Ja, dann bin ich mit was anderem getroffen. Ich weiß nicht. Habt ihr schon irgendwelche Pläne oder so? Könnt ihr gleich nach der Runde sagen. Oh, shit. Knapp daneben. Woran erkennt man, dass das ein CPU-Fahrer ist? Dass er nicht das Doppel-Item nimmt. Oder es war ihm einfach egal. Aha! Arbeit. Oder Arbeit. Wenn morgen Freitag ist, habe ich Freitag. Übermorgen ist Freitag. Morgen ist erst Donnerstag. Brückentag, ich werde vor allem nichts tun. Oh, das ist cool. Also generell für die Woche morgen streame ich auf jeden Fall. Ich weiß aber noch nicht genau was. Also es wird eine Überraschung. Für uns alle. Und genau. Das wusste ich gar nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja morgen. Morgen muss ich ja weg und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, und da meinten meine Eltern gestern so, ja nee, morgen ist frei. Ich so, wie? Und mein Bruder so, ja, weil Vatertag. Ich so, was? Ja, nee, morgen ist frei. Ja, wegen Christi Himmelfahrt. Bedeutet morgen halt nichts. Deswegen kann ich morgen schön streamen. Schön. Genau. Morgen gucke ich dann die letzten Filme von den, hier Freitag der 13. Filme und so, also die Remakes. Und genau, Freitag Obi-Wan. Samstag, genau, Freitag frei. Samstag werde ich dann wahrscheinlich wieder streamen. Oder ich gucke, ob ich dann halt mich mit jemandem treffe oder so. Ich weiß es nicht. Man wird spontan entschieden. Und am Sonntag ist dann höchstwahrscheinlich auch wieder frei. Und dann nächste Woche muss ich es gucken, weil nächste Woche habe ich Dienstag Gespräch. Mittwoch habe ich einen Arzttermin und Donnerstag bin ich nicht da und Freitag ist dann wahrscheinlich wieder einkaufen, weil Freitag ist bei uns aktuell der Einkaufstag. Und ja, und wenn ich, aber ich sag euch, wenn ich nächste Woche Donnerstag fertig bin, dann habe ich frei. Und zwar für 2 Wochen. Also abseits davon, dass ich Donnerstag immer irgendwo hin muss, aber dann habe ich 2 Wochen mindestens, wenn nicht sogar 3, nichts vor. Weil da die nächsten Termine, die Leute dort, die sind in der Zeit im Urlaub. Also habe ich dann erstmal Ruhe. So, weg mit dir. Nochmal weg mit dir. Aha! Ja, wenn man da vorne vorbeifährt, dieses. Das klingt beim Geräusch.
Ja. Das sind mir echt zu viele Sprungdinger. So. Und die Wunderhupe. Wunderhupe? Nein! Ha! Ihr schafft! So, Leute. War die letzte Runde. Oh. Ja, ich guck mal, ob man das vielleicht dann nochmal umstellt mit dem Turnier. Aber schon ein bisschen interessanter. Aber cool. Ja, wir müssen mal wieder öfters so Mario Kart und ich will auch wieder Splatoon spielen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Aber ich finde das ganz okay. Mal gucken, vielleicht kommen ja bald noch mehr Leute dazu. So. Ja. Ja, ich würde sagen, jetzt quatschen wir noch ein bisschen. Aber wir beenden jetzt erstmal Mario Kart, würde ich sagen. Ja, war lustig. War lustig.